Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion. Moment. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Ulinator. So, wir müssen nochmal ins kalte Nass in der Azurwindbucht. Ich hatte eigentlich letzte Folge die Hoffnung, dass ich hier weg bin. Weil diese Unterwassersachen, die sind relativ anstrengend, finde ich, muss ich sagen, weil ich die Gegner nicht alle sehe. Aber es kann sein, dass wir da hinten auf eine kleine Insel drauf müssen. So wie das aussieht, müssen wir da hinten auf diese Insel drauf. Ja, und ich glaube, das wird relativ cool werden da auf der Insel. Ich möchte jedenfalls nicht mehr unter Wasser, weil diese ganzen fiesen Viecher, die Aale und die ganzen Fische und alles, was mich hier in die Eier beißen will, das sehe ich einfach nicht. Ja, das sehe ich einfach nicht oder ich sehe es zu spät und deswegen bin ich ja letzte Folge die ganze Zeit gestorben. So, kurzer Uhrzeitcheck. Wir haben 16:45 am Sonntagnachmittag und wir werden ungefähr bis 17:45 spielen. Gemütlich zusammen World of Warcraft. Ich habe so ein paar Sachen noch geändert hier in meinen Webcam-Einstellungen. Und zwar habe ich jetzt die Möglichkeit, jederzeit mein Bild auszublenden. Ich zeige euch das mal. So ist es ohne und so ist es mit. So, jetzt werden wir uns aber wieder schön konzentrieren. Denn hier sind die ganzen Viecher, die ich killen muss. Von denen muss ich... Oh Gott. Das sind ja alles Elite. Hä? Das kann nicht sein, dass das eine normale Quest ist. So, das sind Mana-Splitter. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwo an Land gehen. Oder sind das Gruppenquests, Freunde? Sind das... Nee, das sind keine Gruppenquests. Die sind aber übel, oder? So, egal. Wir werden mal gucken. Jetzt werde ich mich erstmal reparieren, weil... Letztes Mal... Da, 17 Gold Ärmer. Den Mist können wir verkaufen. Und das gibt, so wie es aussieht, alles 3 Milliarden Artefaktmacht. So, das werden wir gleich mal einlösen. Kommt bald wieder. Neuer Artefaktbonus verfügbar. Nicht schlecht. Okay, wir werden bald zurück in die Volltrefferhütte gehen. Ganz klare Sache. Aber ich möchte erstmal dieses Gebiet hier fertig machen. Und jetzt, wo ich gesehen habe, dass die Typen alle Elite sind, weiß ich nicht so, ob das so eine coole Idee ist. Aber wir werden uns hier... Ich werde versuchen, mich nicht allzu dumm anzustellen. Das verspreche ich euch. So. Mal gucken, komme ich hier durch? Ja, Vollstrecker. Von denen muss ich... Nee, ich muss 12 Naga töten. Bin ich in der richtigen Gegend? Ja. So, ich glaube, ich werde mich mal tarnen. Die muss ich anklicken. Und die muss ich killen. Und das sind ja auch... Das sind normale Naga. Okay. Alles klar, dann habe ich es begriffen. Das sind nicht alles Elite-Viecher. Ich muss nicht die Elite-Viecher killen. Also ich glaube, gut, dann werden wir uns den Typ hier... Dann ist es doch leichter, als ich gedacht habe. Zum Glück. So. Erstes Naga-Viech ist down.
Und von denen müssen wir uns halt in Acht nehmen. Das müsste ja gehen. So, das sind zwei. So, drei. Wir haben schon drei von diesen Naga-Viechern gekillt. Das nächste Teil, was ich anklicken muss, ist definitiv diese Harpune hier. Die hier, die muss ich anklicken. Und ich muss schauen, dass ich nicht in irgendein fettes Elite-Viech reinrenne. Balliste bauen. Oh, cool. Wir bauen jetzt schon die Balliste. Kann ich da drauf? Ach, wie geil. Moment. Der hat ja voll die fette Abklingzeit. Oh cool, wir haben Gezeitenherrin Sascha jetzt schon getötet. Alles klar. Und wir haben noch einen fetten Wächter am Arsch. Muss ich gucken, dass da hinten kommt der nächste Elite-Typ. Jetzt wird's spannend, Freunde. Jetzt werde ich mal hier versuchen, dahin zu gehen. Alles klar. Naga der Sascha getötet. Der Tiger lebt auch noch. Da hinten kommt der nächste Typ. Jetzt werde ich hier skillig looten und mich dann verziehen. Und hoffen, dass ich keine Aggro gezogen habe von dem. Gut, wir haben, glaube ich, jetzt schon ganz schön viel erledigt, würde ich behaupten. Wir müssen noch 8 Naga töten und wir müssen noch Willenbrecher-Inkubatoren zerstören. Weiß der Teufel, wo das ist. Vermutlich da unten. Da hinten ist noch so ein Ding. Ich gehe mal hier in diese Geschichte rein. Hier ist nichts. Nichts, was ich looten könnte. Ach du Scheiße, hier. Wo kommen die denn her? Ey, wo sind die hergekommen? Die sind da einfach gespawnt in dem Scheißding. Warte mal, Moment, Moment. Und jetzt ist hier die dumme Tussi. Ah Gott, das ist ein Scheiß. Respawn, Freunde. Das war ein fetter Respawn. Man tut alles, um nicht zu sterben, und dann passiert genau das, was man nicht will. Das ist ein Dreck. Also, schönes Gebiet. Die letzten Folgen habe ich ja dieses Meeresgebiet gefeiert. Aber in der letzten Folge vor dieser, da war ich nicht mehr so happy. Was kann ich denn hier aufsammeln? Mana-Zusammenballung, okay. Und auch hier, der Respawn, den fand ich ganz schön scheiße. Vielleicht kann ich ja nochmal die Balliste zusammenbauen und die ganzen Viecher dann fertig machen. Vielleicht aber auch nicht, denn eigentlich ist es nicht mehr unser Auftrag. Jetzt werde ich mich mal hier, jetzt muss ich da voll dicht dran, um mich wiederzubeleben. So eine Scheiße. Ich bin schon lange nicht mehr so oft gestorben wie in diesen Folgen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Unfähigkeit liegt zu spielen oder vielleicht auch daran, dass es hier tatsächlich etwas schwieriger ist. So, annehmen. Das Ding kann ich auch anklicken, gell? Genau, Willenbrecher-Inkubatoren. Jetzt will ich mich erstmal hier irgendwie platzieren. Und erstmal schön reparieren, weil wir natürlich wieder fett Damage gekriegt haben. So. Bleibt gut drauf. Alles klar, aber den können wir auf jeden Fall anklicken. Und da hinten ist der nächste. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder hier reinrennen. Weil diese Typen sind alle wieder gespawnt da drin, genau. So, den kann ich auch kaputt machen. Alles klar. Also, es läuft doch. Wenn man sich an die Regeln hält, dann geht man hier nicht permanent auf.
6 von 12. 6 von diesen Viechern müssen wir noch killen. Da hinten steht der nächste. Den da nehme ich. So, 7 von 12. Wie viel von diesen Willenbrecher-Dingern brauche ich noch? 2. 2 brauche ich noch. Ist hier einer? Nee, da ist keiner. Wir müssen aber auch wieder zurück in dieses Gebiet. Ich glaube, wir müssen runter Richtung Küste. An der Küste wird noch mehr von dem Ganzen sein. So, nur für euch blende ich wieder mal das Interface aus. Neun von 12. Drei Typen müssen wir noch killen. Aber wir müssen auch noch diese Willenbrecher-Teile kaputt machen. Zehn von 12. Zwei brauchen wir noch. Das ist wieder so eine fette... Ah, da unten stehen die. Das ist gut. So, dann werde ich erstmal den da wegmachen. Weil der hier nämlich so störend patrouilliert. Der kommt wahrscheinlich genau dann an, wenn ich ihn nicht brauchen kann. Oh, und aus diesen Willenbrecher-Viechern kommen die anderen raus. So, alles klar. Und hier stehen auch wieder jede Menge. Zwei brauche ich noch, gell? Ja, zwei werde ich noch fertig machen müssen. Hier ist uraltes Mana. So, ich glaube, den werde ich noch anklicken. So, und ich glaube, dann bin ich hier mal wieder fertig. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück zu den scheiß Rückhol. Mal gucken, vielleicht kann ich hier ein wenig durchreiten, ohne dass ich zu viel pulle. Nee. Ich glaube, ich muss einfach ins Wasser springen und mich dann verziehen. So. Genau, keine Akku gezogen. Wunderbar, so muss es sein. Und während wir hier gemütlich nach Hause schwimmen. Mit dem Tiger, der fast abnippelt. Nee, der hält seine Nase schön über die... Das ist auch ein schönes... Eigentlich ist das ein cooles... ein cooles Folgenbild hier. Da wollen wir hin.
Sehr schön. Geben wir die Quest ab. Das kann sein, dass wir jetzt diese ganzen Meeresquests endlich hinter uns haben. Wie gesagt, die Meeresquests haben mir gefallen, aber ich habe mich da nicht so gut geschlagen, wie ich wollte. So, hier können wir die ganzen Quests abgeben. Die Vrykul, die hier rumalbern, die lasse ich links liegen. Aber wir gucken uns hier noch mal alles an. Schönes Gebiet. Sehr schönes Gebiet. Sehr schönes Gebiet. So, Freunde. Jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Ihr habt es geschafft, Sentai. Ihr habt die Gezeitenherrin getötet und Jantvik vor den Sashtar gerettet. Genau, und das war ehrlich gesagt auch ziemlich... Oh, wir haben einen neuen Geschichtsstrang abgeschlossen. Ein Hoch auf die glorreichen Toten, ruft sie da. Ein Hoch auf die glorreichen Toten. Ich glaube, ich habe denen echt eine ganz schöne Freude gemacht. Als einzige ist es meine Pflicht, Jantviks Wohlergehen. Ein Hoch auf Sentai. Da erkläre ich hiermit Sentai zum 9. Jahr von Jantvik. Ein Hoch auf Sentai. Retter von Jantvik. Wie geil ist das? Wir sind jetzt Jarl Sentai. Wir sind Chef von diesen Typen hier. Das finde ich cool. Jetzt gebe ich bei dem noch die Quest ab. Der wird das wahrscheinlich wieder alles rückgängig machen. Vernichtung der Sashtar. Vielleicht hat jetzt diese Bedrohung durch die Naga ein Ende. Das hoffe ich auch. Die Naga werden niemanden von meinem Volk mehr unterwerfen. Quest beenden. Ja, ich glaube, das war's hier, Freunde, oder? Sind wir hier durch? Wir sind hier durch. Wir haben diesen... Genau. Wir haben diesen Geschichtsstrang hier abgeschlossen und sind jetzt Jarl von Jantvik. Sehr schön. Das wollte ich immer schon sein. Diese Gegend hier ist so ziemlich das Coolste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Nee, das ist schon eine große Ehre. Also hier Jarl von Jantvik. Da gibt es auch schlechtere Belohnungen. Hier gibt es auch immer schöne Fischköpfe. Was ist das da hinten für einer? So ein gelber Typ. Kann ich mit dem noch was machen? Nee. Okay, also wir sind hier fertig. Wir sind hier fertig und wir haben jede Menge Artefaktmacht bekommen. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Jetzt würde ich erstmal vorschlagen, dass wir in die Volltrefferhütte zurückkehren und uns mal einfach angucken können, was wir mit der ganzen gesammelten Artefaktmacht anfangen können. Denn wir müssen ja sowieso in ein neues Gebiet. Entweder ich kann hier diesen Arkanverstärker wieder bauen oder wir haben hier eine neue Quest. So, ich glaube, das nächste wird sein, dass wir hier hingehen. Aber jetzt werde ich erstmal in die Volltrefferhütte gehen, um meinen Bogen so stark wie möglich zu machen. Und so, haben wir das? Garnison brauchen wir nicht. Da daran. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Schallaran. Hä, wo ist denn Schallaran? Dass ich nicht mehr genau weiß, wo meine scheiß Ruhesteine sind. Freunde, ich weiß es nicht mehr. Wo war denn Schallaran? Schallaran war doch hier, oder? Schallaran war doch das Ganze hier unten. Egal. So. Also jetzt werden wir erstmal nach Dalaran zurückgehen und dann in die Volltrefferhütte. Erstmal ein Schluck Käffchen. Also auf jeden Fall haben wir dieses Gebiet durchgequestet. So viel ist mal sicher. Wir haben Schönheitspunkte nicht bekommen, klar. Und besonders skillig war das jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall haben wir diesen blöden Geschichtsstrang hinter uns.
Und wir müssen ja diese ganzen Gebiete durchquesten, denn wir brauchen das Ganze, um zu fliegen und das ganze Endgame mit den Instanzen und Raids und so weiter und mit Argus, ja, das wird ja alles noch kommen. Aber ich würde gerne einfach die Gebiete durchquesten, damit ich das nicht alles machen muss, wenn ich da wirklich gar keinen Bock mehr drauf habe. So, das Schöne an Dalaran, jetzt braucht er eine Weile, um die Texturen zu laden. Ja, da sind wir. Und jetzt geht's ab nach Hause. Ich hätte gerne einen Adler für den Weg zur Volltrefferhütte, genau. Und wir würden gerne einfach in der Volltrefferhütte ausloggen, beziehungsweise die Folge beenden und erstmal den Bogen aufpimpen. Mit der Artefaktmacht, die ich habe, müsste ich das Ding eigentlich jetzt dreimal bis zum Ende skillen können. Das ist, glaube ich, im letzten Patch angepasst worden, wie einer mir das mitgeteilt hat. Oh, jetzt kommt wieder meine Lieblingsmusik, Freunde. Willkommen zu Hause in der Volltrefferhütte, Freunde. So lang war ich nicht mehr hier. Und wir machen das hier ordentlich, ich sag's euch. Wir werden jedes Gebiet zusammen durchquesten. Ich weiß, vielen von euch geht's hier zu langsam. Viele von euch sagen sich, warum geht denn der Typ jetzt mit 110 nicht in die Raids und in die Instanzen rein? Und warum spielt er denn nicht Argus? Weil ich das Spiel von vorne bis hinten spielen möchte und dazu gehört jetzt erstmal diese ganzen Gebiete noch durchzuleveln und das ist einfach ganz wichtig, um später hier fliegen zu können, denn ich möchte euch diese Welt von oben zeigen können. So, Freunde, jetzt werden wir erstmal den Bogen skillen. Was können wir hier machen? Wir haben das ist nicht zu fassen. Wir haben tatsächlich 1,3 Milliarden Artefaktmacht. Voll abgefahren, Freunde, und deswegen werden wir hier jetzt alles nach oben skillen, was wir können. Ich klicke jetzt hier einfach mal drauf. Das ist abgefahren hier, das wird gar nicht weniger da oben. Hier, ich habe immer noch 1,3 Milliarden Artefakt gemacht. So, jetzt machen wir den. Nee, jetzt habe ich nur noch 1,2. Jetzt muss ich mir langsam Gedanken machen. Realisierte Macht, ja. Was bedeutet realisierte Macht? Nee, hier ist doch noch was. Erhöht jeglichen Schaden um 5%. Kosten 1,6 Millionen Artefaktmacht. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ach, hier geht's auch noch weiter. Wie krass. Ach, jetzt ist das. Warte mal, jetzt kapiere ich das hier. Jetzt wird ein Schuh draus. 1,9 Millionen Artefaktmacht. So, jetzt werden wir das Ding komplett hochballern hier.
Ah, jetzt geht das hier schon ein bisschen schneller weg. Ich lese jetzt hier nicht vor, was das alles macht. 49 Millionen Artefakt macht. Okay, hier ist jetzt alles gelb. Jetzt kann ich den anklicken. Erhöht den Schaden um 10% und die Ausdauer um 10%. Krass. Schaut euch das an. Jetzt, ich werde immer mächtiger werden. Erhöht die Wirksamkeit von Verwundbarkeit um 3%. Ja, klar, machen wir doch einfach. So, hier ist alles gelb, oder? Hier ist alles gelb. Aspekt des Geparden gewährt euch 50% Ausweichchance. 308 Millionen, jetzt wird es schon spannend. Aha, das kann ich nicht mehr skillen. Okay, Freunde. Und was ist das hier? Die von Windstoß erzeugten Windmühle fügt Gegnern alle 1 Sekunden 4... bla 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 bla. Okay. Aber jetzt ist das hier doch schon mal ganz schön fett geworden, oder? Würde ich sagen. Mein Bogen ist jetzt doch ganz schön mächtig, würde ich behaupten. So, und weil wir hier in der Volltrefferhütte sind und ich diese Volltrefferhütte richtig geil finde, werde ich hier jetzt ein schönes Endbild machen. Ich stelle mich hier mal hin. Ja, das wird das Endbild für diese Folge werden. Cool, wir haben jetzt den Bogen richtig aufgedonnert. Jetzt werde ich mal gucken, ob wir da draußen noch irgendwelche Quests haben. Vermutlich, Moment, ich muss mal gucken. Vermutlich kann ich hier wieder was machen. Bei der Lenara. Hallo. Rekrutiererin. Ja, alle rekrutieren hier damit. Viel Glück. Den klicke ich jetzt nicht an, da habe ich keinen Bock drauf. Mission für 3 enge Anhänger. Gut gegen Schuppen. Was gibt das? Artefakt macht. Ja, komm. Kann ich die machen? Kann ich diese Dings machen? Ja. Beginnt der Kampf. Ich werde einen Weg. Na, also komm, dann hauen wir die noch rein. Und ich glaube, die hier, die sind zu schwach für diese Mission. Die sind noch zu schwach für diese Mission. Da bin ich einfach zu bunig. Egal. Auf jeden Fall, willkommen zu Hause in der Volltrefferhütte, Freunde. Jetzt nehme ich doch mal an, was der Typ hier zu bieten hat. Entschärfter Sprengkörper und eine fiese Knarre. Das bringt mir alles gar nichts. So, Freunde, falls euch das nicht auffällt, passend zur Jahreszeit fängt es hier auch tatsächlich an, ein wenig zu schneien. Sehe ich hier gerade. Gar nicht so übel. So, jetzt werde ich mich hier erstmal malerisch hinplatzieren, denn wir haben das Folgenende für diese Folge erreicht. In der nächsten Folge werden wir ein neues Gebiet erkunden, und zwar werden wir dieses... Moment, was werden wir machen? Nein, wir werden... Da. Wir werden Talisras Heimstatt besuchen und einen Arkanverstärker bauen, herstellen oder bekommen. Keine Ahnung, was diese Quest bedeutet. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge World of Warcraft Legion. Und wenn du, Sack, jetzt nicht direkt ins Bild gehen würdest, wäre ich auch happy. So, vielen Dank fürs Zusehen, liebe Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Und ja, vielen Dank für euren Support. Diese Folgen waren jetzt ein wenig
planloser, aber die nächste wird wieder genauso werden, denn ich werde jetzt noch eine aufnehmen für euch. Bis dann. Tschüss.